Frage geblieben. Vom Commissioner Office ist auf jeden Fall jemand da. Das hier unten sind die Baller von denen. So einer stand gestern auch am PD. Ja, das ist meiner. Ach. Aber das ist kein Baller, sondern XLS. Ah. Ja, das ist gut, ja? Nee. Aber es ist halt ein Panzer. Ich mag Panzer. Das, ja. Waren Sie Panzerfahrer? Nee. Nee. Was ist denn da jetzt los? Heute ist Motto-Tag, Chief. Der Emo-Freitag. Emo-Freitag? Ja. Was bedeutet das? Heute Nacht, kurz nach 12, haben sich mehrere Leute am Stadtpark mitten auf die Straße gelegt und haben den Motto-Tag gelebt. Suizidal. Ja. Haben ganz traurig gesprochen, als sie keine Freude im Leben haben und von Dämonen besessen sind. Na dann, Suicide by Cop. Nakamura. Hatten wir gestern schon genug. Ja. Nakamura hat auch schon vorgegeben. Ja. Streife 8 an Dispatch verunfallt. Bräuchte eine Abholung. Also ich meine, dass die Leute später kommen, das ist ja okay, das gehört zum guten Ton. Aber die, die gewählt werden wollen? Einmal Dispatch bitte. Streife 3 fährt dann an. Streife 3, 7 Klicks. Die Leitstelle vielleicht auch mal bitte selber die benachrichtigen. Nummer 17, 4. Die Telefonnummer von den Immobilienmaklern bekommen, aber da geht keiner ran. Macht einen guten Job. Wie viele Officer haben wir hier? Bin ich drin. Zwei, drei, ihr beide. Haben wir eigentlich irgendwie einen Ansprechpartner für psychologische Betreuung nach solchen Gefahreneinsätzen wie gestern? Nee, aber ich glaube, das MD kann da was zur Verfügung stellen, aber ich arbeite nicht so gern mit dem MD zusammen. Solange da immer noch Waffen verschwinden. 56, 10, 41. Nee, es geht eher da um Price. Ist er so fertig, ja? Er war richtig fertig, ja. Scheint ja auch ein bisschen zart beseitigt zu sein. Also er wollte dann auch gestern mit niemandem mehr sprechen. Der O'Hara hat sich dann nochmal gemeldet. Der war mit Boysen nochmal kurz bei ihm. Hm. Aber der hat sich dann auch schnell hingelegt. Papa Immobilien, Jackson Apparat. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Schönen guten Tag. Roger Harris, hier Chief of Department. Ich habe eine kurze Frage an Sie. Ja.
Und Sie, sind Sie auch zuständig bei der Immobilienmaklersituation für Innenausrein, also Inneneinrichtung? Momentan meinen Sie jetzt eine Renovierung? Komplett, ja. Ja, momentan findet das leider im Staat noch nicht statt. Findet nicht statt? Nein. Gut, dann wissen Sie, wann das wieder stattfinden soll? Nee, keine Ahnung, da müsste ich einfach raten oder schätzen und... Dann sagen Sie mir mal bitte, wie lange das schon nicht mehr stattfindet. Das ist jetzt schon seit 3 oder 4 Monaten. Scheiße, wartet auf mich. Okay. Mindestens. Ja, vielleicht mit der Information, dass MD ist verständlich. Gut, dann weiß ich da Bescheid. Vielen Dank für die Info. Ja, bitteschön, gern geschehen. Danke. Schreibe 3500 Meter. Ja, Molters. Ja. Ja, der mit dem Hut. Ja, den sehe ich. Ja. Mhm. Ja, gib dir mal meine Nummer. Alles klar. Ja. Was ist denn da jetzt los? Ein möglicher Informant. Der Herr da vorne mit dem gelben Hut. Mhm. In eine Richtung werden von den Immobilienmaklern schon seit 3 oder 4 Monaten nicht mehr gemacht. Wer macht's dann? Gar keiner. Super. Ja, schade. Heißt, sie verkaufen die Bude wieder? Oder ja, das macht ja keinen Sinn. Vielleicht streiche ich da selbst ein bisschen was. Können Sie das? Nee, aber das kann nicht so aussehen. Das ist Stream-Poke. Katastrophal. Ich glaube, der ruft sie jetzt an. Tatsache. Und die Nummer habe ich schon eingespeichert. Ich geh mal kurz weg, dass der das nicht so sieht. Treffer 8, vielleicht schnell kommen. Ja, wo bist du? Okay. Geh mal die Rampe da, geh mal da hoch die Rampe und lauf mal längs rum. Da steht so ein Typ mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Cap. Du hast einen gelben Hut auf. Mal links hinter dich. Ganz hinten am Geländer. Wer ist das? Einer aus der Southside. Sich brisant angehört. Leitstelle, oh, was geht? 76 kommen. Leitstelle hört kommen. Fühlst du den Drip immer noch mit den Latschen? Funktioniert der Telefon nicht? Ja, ständig, Bro. Das ist das Shit. Ja, Mann. Das ist dein Kollege? Das ist mein Chief. Chief, was geht ab, Chief? Mhm. Was geht's da für eine Scheiße? Pass auf. Es geht um einen der Typen, die hier auf dicke Hose machen wollen und sich zu irgendwas, was auch immer, wählen lassen wollen, ne? Ja. Der Typ versucht, ein Riesen-Business aufzuziehen. Und seine ganze Motivation hinter der Scheiße scheint wohl Cash zu sein. Cash und Macht natürlich. Das Ding ist, im Prinzip ist mir sowas scheißegal. Problem ist, der Typ hat versucht, mich abzufacken. Nicht nur mich, sondern auch ein paar meiner Homies. Mhm. Es geht darum, dass der Typ eine
ganz bestimmte Sache legalisiert haben will. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und dafür hat er schon bestimmte Vorkehrungen getroffen. Und wie wären? Ja, Bro, zähl eins und eins zusammen, Alter. Wenn die Scheiße losgeht, wenn er gewählt wird, kann der Typ gleich loslegen, wenn du verstehst, was ich meine. Du hast schon was aufgebaut, ja? Hm. Ein bisschen was zurückgelegt und abgepackt. Hm. Ich kann euch jetzt 12 für Leitstelle kommen. Und das im großen Stil, ja? Richtig, richtig großen Stil, Bro. Was, wie ist der dir da auf den Sack gegangen, dein Name ist? Arena und das sagen wir so. Der Typ hat versucht, mich für seine Zwecke zu benutzen und abzuziehen, Bro. Gerade ja, schwierig, wir sind hier noch bei dem Unfall mit dem Kollegen. Wir müssen gleich das Fahrzeug einmal abschleppen. Hast du unter 6 Augen gesprochen? Der ist leider nur alleine draußen und hat ein Taxi unterwegs. Ich hab gesehen nichts davon. Wir sehen von gar nichts was, Bro. Hat er erst so getan, als ob er da ein bisschen Cash versehen und dies, das. Typ weiß, dass, wie soll ich das sagen? Streife 3 hört. Dass ich mich mit dem Scheiß ein bisschen auskenne, ne? Ja. Oh, der wollte mich eben für seine Zwecke nutzen, Bro, aber wie gesagt, lass mich da nicht von irgendeinem Scheiß Anzugträger nutzen. Wir können allerdings Messbank anfahren, dauert noch ein bisschen, komm. Und, Okay. Trennung, Streife 4. Sorry, ist das eine. Hast du was, womit du das beweisen kannst? Hast du mir gegeben? Komm. Scheiße, klar. Hier aktueller Status, kommen. Dann können wir da Bei Sache näher. Klar, Mann. Wie sieht das aus? Ich kann dir zum Beispiel eine nicht unerhebliche Menge von der Geschichte vor die Füße legen. Zum Beispiel. Der Pinwort zu Streife 8 ist die Verunfallung. Und natürlich würdest du aussagen, dass das von dem ist. Streife 9 für Leitstelle kommen. Streife 9 wird. Wenn sie es nicht vermeiden lässt. Aktueller Status kommen. Oder bringst Leute, die das aussagen. C20 ist gerade am Stadtpark. Ah, es ist so, Mann. So stehe ich denn hier. Maßnahme beendet, sind wir zum nächsten Karina kommen. Allein die Tatsache, dass ich hier stehe und mit euch rede, Bro. Ja, das war schon. Was ist zu schützen? Ich habe mit Korps nicht viel zu tun. Weißt du, was ich meine? Beziehungsweise nicht so. Ich hätte mir auch heute Nacht auf der Straße führen können. Ja. Hätten wir können. Scheiße. Eine Menge ist ein kritischer Faktor, weißt du? Frage geblieben. Grüße an den Chat. Ja, gut. Meld mich nach der Veranstaltung bei dir. Das Ding ist. Ich kann dir unter Umständen sogar sagen, wo er die Scheiße aufzieht. Dann wird's doch erdringlich. Ja. Kann dir zeigen, wo er den Scheiß anbaut. Und was möchtest du dafür? Dafür habe ich einen Gut bei euch. Sagen wir 2. Gut. Oder 3. Da müssen wir ganz klar differenzieren. Wenn du einen abknallst, dann kann ich dir nichts gut machen. Schade, Mann. Okay, dann knall ich halt keinen ab. Aber ja, ich meine, ist es. Das ein oder andere Mal werden wir schon unsere Berührungspunkte haben. Weißt du, was ich meine? Bestimmt. Und sofern dir keine Cops da schadet, körperlich kann man da was machen. Na, Bro. Bei generell keinen Leuten, ja. Also, auf Cops scheiß mir. Also, nicht falsch verstehen, No Offense und so, aber hat uns egal. Noch eine Sache, Alter. Ja? Ich weiß, dass ihr bei euch eine Tasche habt mit feinem Stuff. Wo auch immer, Alter. Aber ich weiß von einem Kollegen von euch, dass ihr das habt. Die Tasche hätte ich gern. Muss ich erstmal auftreiben, ob es diese Tasche wirklich gibt. Ich hab sie gesehen, Bro. Du hast sie gesehen? Ich hab mein Näschen reingehalten. Ich kenne die Tasche nicht, aber ich kümmere mich drum. Wenn du sie gesehen hast, werde ich sie finden. Okay. Melde dich bei mir. Ich hab deine Nummer. Alright. Wann kann ich deinen Anruf erwarten? Gib mir maximal 2 Stunden. Scheiße, was? 2 Stunden, Alter? Ja, ich muss die Tasche suchen. Ich muss das Ganze aufziehen. Gib mir 1 Stunde.
hier ist hier zeitkritische Scheiße gefragt. Ja. Ja, ich gebe jetzt direkt Gas. Denk dran, da wo nicht glatt ist, kannst du rennen. Mhm. Bald. Deswegen habe ich keine Sandalatschen an hier, ne? Ja, das ist nur eine Frage der Technik. Bald, bis dann. Nur bis dann. Bald, rein, Chief. Warte, eine Frage habe ich noch. Oh. Bist du strapped? Klar bin ich strapped, scheiße. Van der Berg, ich weiß von der Tasche. Ja. Ich weiß auch von der Tasche. Ja, clever. Clever. Will das legalisieren und hat alles schon parat. Hast du vielleicht mal in die andere Richtung gedacht? Die wollen nicht, dass der das legalisiert, weil die ganzen Scheiß verticken. Ja, natürlich. Das wäre die andere Story. Die Beweise sprechen jetzt eher für die Vermutung, dass die da nur verhindern wollen, dass der das legalisiert. Ja. Aber wenn wir dafür eine Produktionsstätte bekommen? Wäre es uns wert. Und dann Van der Berg, sag ihnen, wie es ist. Das war das nicht der auch mal bei der DTU war? Van der Berg? Nee. Weiß ich nicht. Nee, das war Van Bell. Das war Van Bell. So rum, ja. Der steht doch da vorne, Van der Berg. Glaube ich. Oder? Ich kann ihn nicht genau erkennen. Mit der blauen Weste. Kennt er nicht. Keine Ahnung. Aber... Hab den noch nie gesehen. Aber... Scheiße jetzt. Scheiß mal auf den, wer das war. Tasche für den Ort. Produktion einstampfen. Gut. Selbst wenn die Konkurrenten ausliefern. Ja, ich hätte aber gern noch mit Kofi gesprochen oder so, weil der hat da bestimmt noch irgendwelche anderen Infos. Aber versuch's mal. Ich da. Erreichbar, Handy aus. Helfert wahrscheinlich auch nicht. Weiß auch nicht. Gut, dann muss ich das Ding so durchziehen. Naja, schließ mich an. Ich glaube, Helfert telefoniert. Zu dritt wäre besser. Hey, Price telefoniert. Da ist Beleg, da kommt Belegzeichen. Aber Price jetzt direkt in sowas raus. Wo ist die Tasche? Unten in der Savatenkammer. Okay. Gut. Die Tasche für den Ort und ja, Infos, jetzt wer das ist, ja? Ja. Ich hab gesagt, wir brauchen eine Stunde. Also müssen wir jetzt erstmal. Eigentlich müssten wir den Van der Berg da wegziehen. Aber sobald man das Thema anspricht, wird es da rund gehen. Nee, den Van der Berg wird man, sprechen wir nicht an, bevor wir das nicht gesehen haben. Ja. Erstmal alles sammeln, was wir sammeln können. Und ihn dann damit konfrontieren. Und dann die Reaktion abpassen. Halt auch ein überragender Zeitpunkt, ne? Für die Bürgermeisterwahl? Ja, ich meine, die Info, die hatte der schon vor ein paar Tagen. Die ganzen Infos, die er uns jetzt gesagt hat. Warum kommt er genau jetzt bei dieser Veranstaltung? Ich glaube, das liegt an der Tatsache mit dem... Problem mit der Eigenproduktion und dem Verkauf. Wenn das legalisiert wird, es gibt nichts Schlimmeres. Ja, natürlich. Das ist für die, die leben davon. Die finanzieren ihr ganzes Leben von dem Scheiß. Ich meine, so ein Joint, der tut keinem weh. Ja. Solange man es nicht übertreibt. Immer ist da das ganze chemische Zeug. Streife 3, 1019, MRPD. Ich würde vorschlagen, dass wir, wenn sich jetzt kein anderer meldet, der war vorhin schon hier, der Wagen. Wie gerade für eine... Hier ist gerade Bewegung im Spiel, ne? Machen die ja, ne?
Ja, da kommt die Freakshow, Chief. Aber dafür haben wir genug Sicherung hier. Frage in den Funk, eine freie Streife verfügbar kommen. Streife 3, 10-4. Und dann Streife 3, einmal 10-19 zum Postalcode 632 ist in Weinwurz hier. Hinter einer Kurve soll ein Fahrzeug ungünstig auf die Straße gerutscht sein. Einmal Sachlage vor Ort checken und gegebenenfalls dick ankommen. Streife 3, 10-4, komm. Der soll uns da hinbringen, der soll uns den Produktionsjob zeigen. Und dann darf er sich aussuchen, was er kriegt. Entweder er kriegt die Tasche oder er kriegt was gut. Aber nicht beides. Ja. Das ist der Deal. Das was gut, das regeln wir sowieso meistens unter der Hand. Da geht es dann halt mal um einen Schubraub oder sowas. Also das ist... Pff. Naja. Aber das sind so die beiden Angebote. Nicht das eine oder das andere gleichzeitig, sondern entweder oder. Ja, im Endeffekt hat er eh einen größeren Nutzen davon als wir. Eine Gesamtaktion. Aber ich sage, wir brauchen einen Beweis, um die Produktionsstätte mit Vandenberg in Verbindung zu bringen. Ja, das ist halt das. Da werden wir auch erstmal nicht die DOJ jetzt informieren. Nee. Gar nichts. Das machen wir jetzt so. Dann fahren wir mal los. Ich glaube, sie sind auch strapped. Oh, Price ruft an. Yo, Price, wie geht's dir? Alles okay, ja, ich bin soweit fit. Bist du dienstfähig? Mit Nono hast du telefoniert. Mit dem habe ich mich auch gerade unterhalten. Ja, dann komm mal ans PD. Ja, ich komme da jetzt hin. Ich. Ja. Naja, seine Antwort war, natürlich bin ich dienstfähig. Okay. Na dann. Machen Sie nochmal die Sirene an, richtig durch und dann aus. Ja. Ach, ist immer wieder schön, dieser Ton, ne? Ja. Hör den auch gerne. Schreib 14 nach. Sie wissen, was in der Tasche drin ist, Chief? Ich habe da schon reingesehen, ja. Aber es ist nicht nur eine Tasche, es sind zwei. Ich habe da schon reingesehen. Mhm. Aber das weiß der da nicht. Ja, ja. Sag nur, das... Ja, also wenig ist anders. Aber wir können auch eh nichts damit anfangen. Das ist korrekt. Price. Ich lasse sie kurz allein. Ja. Hol mir die Tasche. Wie geht's? Alles gut? Lebe, ja. Ist okay. Bei ihm. Ja, ich weiß nicht. Ich habe seitdem ich unterwegs bin heute eine Menge Erledigungen gemacht. Unweigerliches Verlangen auf chinesische Nudeln. Bin ein bisschen Ente. Das Kuramitsu ist zu. Hab ich gehört. Ja. Ist dann ein Zwischenfall gewesen, so. Hab ich gehört. Kommen Sie damit klar? Ja, das geht schon. Das wird schon, denke ich. Brauchen Sie einen Psychotherapeuten oder sowas? Ach du Scheiße, bloß nicht. Nee. Jemand, der Ihre dunkelsten Geheimnisse aufdeckt.
Ach du Scheiße, besser nicht, nee. Mach nicht mehr. Ich meine, ist ja auch nicht mein erster, ne? Also, ich meine. Naja, es war schon ziemlich brutal laut den Erzählungen. Ja, es war schon nicht schön, so, sag ich, wie es ist. Will man nicht nochmal durchleben. Ja? Nee, besser nicht. Steht also, es war doch schon das zweite Mal, ich sag ihm, wie es ist. Zählt auf den Ruhe. Kommt man rein. Bam, bam. Gehirn an der Wand. Irre. Ja, hart runtergebrochen war das so, ja. Ungefähr. Ja, So eine Sauerei. Streife 2, 10, 8. Ich sag ihm, wie es ist. Also ich, du musst neu den ganzen Raum, du musst neu ewig noch den Raum dampfgaren. Ach du Scheiße. Die sollen die ganze Hütte abreißen, besser. Streife 3. Ja, dann können Sie die Staatsanwalt gleich mitnehmen. Da hin, wie es ist. Wenn nicht, hätten wir die mal einfach da drin lassen sollen. Ich sag, wenn es ist, dann müssten die mal, wie das ist, den fucking beurteilten Straftäter einfach wieder auf die Straße loszulassen. Dann passiert genau sowas. Tja. Schöner Hut, Watson. Na, danke. Ja, hallo. Ich mag die Uniform auch. Ja, ich hab ein bisschen was zivil zu erledigen. Aber sehe ich schon, die Uniformen sprechen sich rum. Na gut, jetzt was ist denn das für ein Täschchen? Ist das das richtige Täschchen oder ist das das zweitrichtige Täschchen oder ist das das drittrichtige Täschchen? Das erstrichtige Täschchen. Alles klar. Gut, dann müssen wir los. Okay. Bis dann, Watson. Ich habe die E-Mails übrigens bekommen, ja? Jo, perfekt. Ja, gebe ich alles weiter. Optimal. Bis dann. Aber. Nicht, dass du jetzt hier das falsche Moment eingesteckt hast. Ja, das mit den ganzen Joints da. Ja, da stehen drei Stück unten rum. Ja, ich habe die rechts am Schreibtisch genommen. Aber wartet mal, wartet mal. Es kann natürlich genauso gut nur ein Vorwand sein, uns da rauszuholen und uns die Tasche abzuziehen. Ja, dann haben wir noch zwei andere. Vielleicht sollten wir die... Streife 3, 1019, MRPD. Naja. Ich würde sagen, wir fahren mit zwei Autos. Aber ich besser. Dann hole ich aber meinen unmarkierten. Ich bin gleich wieder da. Was ist das denn hier für eine Kutsche? Unmarkiert, gepanzert. Ach du Scheiße. Genau, damit wir erinnern. Können Sie Dispatcher senden? Das ist aktuell so nicht möglich. Direkt hoch zum Auto Stadion. Mit diesem komischen Päckchen an der Seite dran. Weil ein Einkaufswagen dagegen fährt. Ja, der bricht ihm dann die Beine, wenn er zurückprallt. Scheiße. Zweite Frage ist ein Dispatcher. Das hat den Rand. Let's go. Kannst du ihn hier mitschleppen? Ja, Waffe runter. Du dreckiges Arschloch. Nehmen Sie die Waffe runter. Ja. Mein ganzes Ersparnis hab ich dir gegeben, Mann. Du verlorenes Stück Scheiße, Alle sofort die Waffen runter.
Also nehmen Sie alle die Waffen runter, alle, die keine Cops sind, die Waffen runter, sofort. Also nehmen Sie die Waffen runter, los. Die Waffen runter. Ja, machen Sie die Waffe runter, das bringt's doch nicht. Also Waffen runter. Nehmen Sie die Waffe runter. Die Kollegen, weiter. Alles ist in Ordnung. Sie kommen hier niemals lebend raus. Nehmen Sie die Hände hoch. Hören die Waffen runter, los. Es stehen 100 Cops um Sie rum. Wir haben 100 Kopf. Also nehmen Sie die Waffe runter, los! Raus. Nehmen Sie die Scheißwaffe runter, Mann! Die Schrotflinte runter! Die Schrotflinte runter! Die Schrotflinte ist weg, Mann, ja. Tracy, die Karre ist noch in Sicherheit, Mann. Chill, 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 Mann. Weißt du, man, nimm die Waffe runter, los! Hier chillt keiner sonst. Holy shit, Mann, ich bin ein bisschen verärgert, Mann, ja. Tausende von Dollar, wo sind meine Eltern, Mann? Pack den Scheiß dabei, Scheiße, Mann. Du wirst deine Eltern nie wiedersehen, wenn du so weitermachst, Kumpel. Nimm die Waffe runter, Mann, das hat keinen Sinn. Hoffentlich hat das jeder von euch mitgekriegt, Mann. Hoffentlich hat das jeder mitgekriegt, Mann. Verlass dich aus, nimm die Waffe runter, Leute. Das bringt doch nicht. Fuck, Mann. Nimm die scheiß Hände hoch, Mann. Hände hoch. Waffe auf den Boden legen. Waffe auf den Boden legen. Was sie sich in der doppelläufigen Gegend machen. Scheiße, Mann. Nimm die Hände jetzt hoch. Die Hände hoch, komm. Kollege, nimm die Hände hoch, komm. Und ihr da auch in der Mitte mit den Knarren in der Hand. Alle die Hände hoch. Dummes Arschloch, Mann. Jahrelang warte ich hier. Ganzes Ersparnis hast du gekriegt, Mann. Verdammte Scheiße. Du hast mitgekriegt, Mann. Du hast mitgekriegt, Kreuze. Verdammtes Arschloch, Mann. Was ist denn mit den grünen Haaren? Ich werde ihn jetzt Handschellen anlegen. Verdammtes Arschloch, Mann. Jahrelang warte ich, ja. Mein ganzes Ersparnis hast du gekriegt, du Motherfucker, Mann. Und wen hast du rübergeschleust? Ja. Mich alleine, Mann. Meine Eltern hast du da gelassen, Mann. Wo zum Teufel hast du die? Ja, kommen Sie mal mit zur Seite, Sir. Wo zum Teufel hast du die? So, stellen Sie erstmal hier mit dem Rücken zur Wand. Hatten wir da nicht schon mal was gehört? Ja, das ist der Kreuzer vom Güterhandel, ja. Da war der Menschenhandel eben dran, ja. Ach du Scheiße. Gut, dann, da vorne sind ihre Ansprechpartner. Weißt du, Mann, also die denken auch, die sind alle Rambos hier, ey. Suchen sie sich einen. Na gut, zumindest hat er nicht abgedrückt, ja. Verzweiflung, ne? Ja. Na gut, alles klar. Scheiße, das verdammt. Kumpa, hast du eben gedacht, ich wäre auch einer von denen? Ja, kurzen Moment, also du bist super in deiner Tarnung drin. Ja, gut. War das richtig, dass ich 1099, auch wenn es nicht nur ein Officer ist? Ja, das war schon okay. Okay. Gibt keine falsche 1099. Naja, gut, das schon, aber das war, mit der Schrotflinte hätte er auch ein paar Leute von uns getroffen. Deswegen, ja. Und vor allem so eine Schrotflinte, ja. Ist gut. So, wir fahren wieder. Ja. Alles klar. Bro. Sie zur Info, Chief. Sie und Price werden warten. Ganze Welt soll das erfahren, Kreuze. Scheiß Motherfucker, Mann. Sie und Price waren zusammen. Ja. Ich war alleine vorher hin, klärt es. Und wenn es safe ist, sage ich Bescheid, dann kommen Sie nach. Alles klar. Ah, wir nehmen den Herrn Kreuzer, der kommt jetzt einmal mit, weil wir nehmen einmal seine Anzeige auf. Natürlich. Ja. Okay. Das ist Sie. Ja. Kommen Sie rein, Price. Entschuldigung, Presse, wir müssen durch. Steigen Sie ein. Chief DTU-Funk. Ja. Check. Ja, check, ich rufe ihn jetzt an und frage, wo man es. Gucken jetzt nochmal kurz. Quatsch, ich dann an, ja. Scheiße, Mann. Ja, ich hab mir das aufgeschrieben. Quatsch gleich mit dem Start so weit, damit das alles schön vorab schon in die gute Linie kommt. Wie das im Nachgang wieder was anderes heißt. Was ein Wichser, Alter. Okay. Was ist, hey, was, wie, was? Sie, ja? Naja, die UFO. Ja, wir müssen mal kurz PD.
Na, wir müssen noch mal kurz ins PD. Ich fahr zu. So, dann rufen wir mal den District-Attorney an. Was ist denn da los? Ja, wenn das zu Fragen oder irgendwas kommt, wollen die ihn dann nicht genannt werden, etc., dass sie da auch Bescheid wissen. Nicht, dass es wieder im Nachgang erst geklärt wird und dann wieder was verschwindet. Sprechen Sie mal ein bisschen lauter, Price. Ah, ja, Verzeihung. Haben Sie mitbekommen oder das sag ich nochmal? Ja, nochmal. Die wollen, dass das kein öffentliches Verfahren wird, dass sie da nicht irgendwie aufgerufen werden vor dem Gericht oder ähnliches, wenn es zu Aussagen kommt oder Zeugenaussagen. Die eben gerade von der Tüte oder was, wo wir reden? Ja, Nono und so. Wer ist denn Nono? Pass auf! Ja, der Typ, der die Tasche will. Okay, ist klar. Muss ich dann direkt mal mit dem DA anrufen, damit der Bescheid weiß, ob das klar geht. Nicht, dass es dann im Nachgang wieder umgedreht ist und dann stehen wir wieder als Idioten da. Hey, verdammt, hallo. Weißt du, ist bei dir alles okay? Ach du Scheiße, sollen wir dich gleich kurz abholen noch? Oder musst du noch Hause machen? Okay, am MD bist du noch, ne? Okay, alles klar, wir sammeln dich schnell ein. Alles klar, bis gleich. Hey. Hey Ford? Hey Ford, ja. Scheint es gestern ganz schön böse erwischt zu haben. Ja, war einer der ersten Ford. Ja, richtig. Ey, wo das rein hat, nach Müller geschlagen und dann ist der Rest hinterher. Sitzt der Müller eigentlich noch in U-Haft? War der in U-Haft? Eigentlich ja, ich hab gesagt, die sollen die festnehmen, weil das nur Mittäter ist. Da stand die ganze Aktion mit drin. In dem Raum. So, holen Sie Helfert mal. Price, ihr holt die zweite Tasche. Wir treffen uns bei 37.00. Ja, warte mal noch kurz. Wir müssen erst bei Helfert einsammeln, noch die Tasche holen, etc., etc. Ich mach dir mal die Tür auf. Danke. Ja, ich stehe gerade bei Lolo hier davor. Bekommen. Und 37.00 ist ja direkt hier in der Southside, dieser Platz, wo wir letztes Jahr abgefahren haben. Hey Ford, verdammte Scheiße. Bitte. Und sich wie eine Kugel verpassen lassen, damit sie dienstunfähig sind, oder was? Nein, damit Herr Lewis nicht stirbt. Ein Staatsanwalt auch noch. Nicht mal für einen Kollegen. Die Kollegen haben hinter mir irgendwie den Herrn Nakamura weggemacht. Ich hab schon gesehen, es gab ein bisschen Curry. Fahren Sie. So, wir fahren jetzt kurz zum Bedienen, da müssen die was klären, Price? Die andere Tasche noch holen und jetzt noch District Attorney Lewis anrufen. Ja, dann am besten zeitnah, ja. Ich hab das Gefühl, ja. Keith ist ein bisschen zu ungeduldig. Ich glaube auch. Der will rein. Ja. Ich wiederhole meine Frage nochmal, haben wir neue Dienstwagen? Nein. Das ist mein Privatfahrzeug. Ah. Aber sie kriegen einen neuen Granger. Wie einen neuen Granger? Sie kriegen noch einen Granger, unmarkiert. Ah, okay. Kommt, wenn da nichts draufsteht und das Geschrei dann wieder groß ist, alles nein, gut. Nein. Kommen denn unsere...